Wir sind auf La Domita, einer Insel mit interessanten Einwohnern. Die sind so quadratisch, blockig, so wie die hier. Und da wurden wir eingeladen, da sind wir auch mit Prinzessin Peach, Toadworth, Mario, Luigi und eine ganze Menge Toads. Und wir haben hier schon einen netten Empfang bekommen. Das war wirklich sehr, sehr nett. Am Ende noch ein Quiz, ein Willkommensquiz, wo wir nochmal ein paar Münzen abgesandt haben. Nun sollen wir zum Kissenschloss hin. Da bin ich aber jetzt gespannt, wie es da für uns weitergeht. Wir wollen ja endlich mal richtig in die Story hinein. So, hier ist auch nochmal eine Münze für uns. Auch hier gibt es generell mehrere Blöcke. Nochmal eine 5er Münze. Das hat man auf der Münze gesehen, dass da eine 5 drauf stand. Daher ist das eine 5er Münze. Und wir gehen einfach mal weiter. Da wartet der Typ schon auf uns. Ah, Herr Mario. Zum Kissenschloss gehen Sie noch etwas in diese Richtung. Das ganze Personal freut sich schon sehr auf Ihren Besuch. Bitte verlaufen Sie sich nicht. Vorwärts, schneller, schneller. Man erwartet Sie schon. Oh ja. Ja, da wollte ich ja auch jetzt hin. Aber erstmal gibt es noch ein paar Blöcke zu betätigen. Mit den ganzen Toads und mit den ganzen Viechern spreche ich jetzt hier nicht, weil es sind halt sehr, 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 sehr viele und ich denke mal, die würden auch nichts geben. Also, ja, keine Items oder so, keine Münzen. Daher überspringe ich die alle mal. Ich hoffe mal, es ist in Ordnung. Das war jetzt aus Versehen, dass ich mit ihm gesprochen habe. Da habe ich aus Versehen ein Ei gedrückt. Ich wollte eigentlich springen. Egal. Und da wartet auch schon Peach auf uns. Aho! Es ist schon beeindruckend, dass Sie von so weit hergekommen sind. Ich bewundere Ihre Entschlossenheit. Was ist da los? Aber der sorglose Urlaub auf dieser Insel endet für Sie alle genau jetzt. Es ist nämlich Essenszeit. Und heute servieren wir Sie. Essen? Wir? Wieso? Was hat das zu bedeuten? Jawohl, es gab nur einen Grund, aus dem wir sie hier eingeladen haben. Wir werden sie den Monstern dieser schönen Insel zum Dessert servieren. Und da sind sie schon. Diese Graskumpas? Sehen Sie, wie hungrig sie sind. Sie hungern nach frischen Toads. Das ist Wahnsinn. Mitnichten Wahnsinn wäre es, die Monster nicht zu füttern. Und sie? Sie sind alle hier unser Monsterfutter. Das ist doch ein Scherz, oder? Oh nein, ich scherze nie. Ergehen Sie sich Ihrer Furcht. Sie sind unsere Monsterhappen. Die Kreaturen brauchen auch ihr Futter. Prinzessin, wir müssen fliehen. Böses Monster, kein Springen, nein. Böse Monster, böse Monster, böse, böse, böse. Aus, Platz. Die Monster haben ihren eigenen Willen. Meister Mario. Mario, pass auf. Und da sind wir in unserem zweiten Kampf. Wir hatten schon im ersten Part einen kleinen Kampf. Und was willst denn du jetzt hier? Meister Mario. Wie ihr seht, beginnt der Kampf, sobald ihr einen Gegner berührt. Greift dieses Monster zunächst mit einem Sprung an. Das hatte ich vor. Danke der danke dem Hinweis. Wie auch immer. Ja, auf dem Touchscreen wird auch eine Erklärung gegeben, dass man auch getimed drücken kann. Hatte ich ja schon alles im letzten Part erklärt, dass man hier auch ganz gut Schaden machen kann. So, jetzt gibt es hier aber auch endlich diese Attackenpunkte, also diese KP, sag ich mal. Ja, das erklärt er jetzt hier auch. Das ist der Schaden, den man den Gegner zufügen kann und dadurch sinken seine KP. Ich selber habe aber auch KP und insgesamt 24, das sieht man unten links. Und Monster haben halt auch nur bestimmte, Anzahl an KP. So, soll ich euch lernen, wie man... Nein, nein, nein. Das ist alles Tutorial-Quatsch, was halt sehr grundlegend ist. Daher skippe ich das auch einfach. Ganz einfach. So, Grumba. Grumbas sind das. Es wird auch ein angezeigt... Oh, das war kein Wechsel. Es wird auch angezeigt, wie die Gegner heißen. Das ist aber sehr, sehr schön. So, der will bisher noch nicht angreifen. Ich glaube, das Spiel wartet, bis ich einen exzellenten Angriff mache. So, da hatten wir jetzt endlich einen. So, und jetzt hier ausweichen.
da konnte ich ihm jetzt den Grumba keinen Schaden zufügen, weil bei manchen Angriffen kann man auch direkt kontern und dem Gegner nochmal Schaden zufügen. Aber kontern ist immer ein bisschen schwieriger als generelles Ausweichen. Aber hier war kontern nicht möglich. So, das war jetzt ein Super. Was sind denn jetzt schon wieder? Ja, das... Wir können ausweichen. Das habe ich doch gerade schon erklärt. Nee, Spaß dir. Es ist der erste richtige Kampf. Dadurch... Aua. Dadurch... Will Toadwurst, wie auch immer er jetzt heißt, einiges noch erklären. Ja, was ist jetzt? Ja. Okay, das war sein finaler Satz. Okay. So, jetzt ist richtig ausgewichen, so wie man es machen soll. Und dann zeigen wir ihm mal, wer hier der Stärkere von uns ist. Wunderbar. Und da war kurz ein kleiner Leck. Es tut mir leid. Ah. Meister Mario, ein meisterlicher Sieg. Beine zu besiegen. Bringt eure Erfahrungspunkte ein. Ganz genau, Erfahrungspunkte. Für diesen Kampf erhaltet ihr 3 Erfahrungspunkte. Die Flagge hier klettert jedes Mal, wenn ihr Erfahrungspunkte erhaltet, ein kleines Stück nach oben. Wie hoch steigt sie wohl für die Erfahrungspunkte, die ihr gerade erhalten habt? War nicht so. Naja, so ist sie nicht gestiegen, was? Deshalb solltet ihr auch gegen jedes Monster kämpfen, das ihr seht. Genau, knöpft sie euch alle vor. Besiegt sie alle. Lasst eure Flagge steigen. Wenn sie den höchsten Punkt erreicht. Na, es wird euch sicher gefallen. So viel für den Augenblick. Und nun viel Erfolg. Hey, meine Flagge. Ja, da sieht man auf jeden Fall. Die Flagge geht immer hoch. Man kriegt halt durch die Kämpfe Erfahrungspunkte, was halt auch ein mega cooles System ist, was mir sehr gefällt. Und wir, man hat da eben schon gerade gesehen, Toad, Pilzrang. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ich habe nur Ahnungen, also verschiedene. Naja, mal gucken, was, wann wir dann soweit sind. Was hat das alles zu bedeuten? Dieser gelbe Gastling kann uns doch nicht wirklich seinen Monster überlassen wollen. Wenn doch, Prinzessin, dann befinden wir uns hier fürwahr in einer ernsten Krise. Meister Mario, die Lage scheint im Moment außerordentlich bedrohlich. Warte, das ist der Typ umlaut. Meister Mario, die Lage scheint im Moment außerordentlich bedrohlich. Ich und die Toadgardisten bleiben hier und wachen über die Prinzessin. Ihr werdet die Vorortbühnen pillen und die Lage weiter vorne sondieren. Alles klar. Okay, die Ereignisse überschlagen sich. Das war... Muss ich ganz ehrlich... Also, wir hatten schon im letzten Part halt diesen einen Gegner. Das war schon ein bisschen merkwürdig, aber dass die dann hier alle... böse sind, das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, wir gucken uns weiter um. Ach, da sind die wieder. Ah. Da sind sie ja endlich. Ich dachte schon, sie wollten mich ewig warten lassen. Das Gewinn des letzten Kampfes hat mich so sehr überrascht wie sie. Aber ich verspreche, diesmal werden sie keinen so leichten Gegner haben. Schon wieder so ein Grumba. Sehen Sie nur, dieses Monster ist viel stärker als das letzte. Machen Sie sich bereit. Diesen Kampf wird wahrlich kein Pardon gewährt. Mach ihn fertig. Steh auf. Jetzt. Steh schon auf. Das ist keine gute Zeit für ein Nickerchen. Meister Mario, das ist eure Chance. Beginnt den Kampf mit einem Sprung auf den Gegner. Vielleicht fügt ihr ihm schon Schaden zu, bevor der eigentliche Kampf beginnt. Das ist jetzt auch die Erklärung, dass man auch einen Erzangriff ausführen kann. Auch ganz nice. Und dadurch kriegen alle Gegner direkt zum Anfang schon Schaden. Meister Mario, beginnt ihr einen Kampf so wie eben mit einem Sprung auf den Gegner, so erleidet dieser Schaden, bevor der eigentliche Kampf beginnt. Ich empfehle euch grundsätzlich offensiv in den Kampf zu gehen. Yo, das ist nett, dass du uns das auch nochmal erklärst. Wir haben jetzt 2 Gegner, können wir uns entscheiden, welchen Gegner wir angreifen. Da beide gleich viel Schaden genommen haben, kämpfe ich halt erstmal gegen den oberen. Wow, der macht einen anderen Angriff. Und das ist halt auch die Gelegenheit, zu kontern, wie er gerade auch erklären möchte. Das habe ich auch schon erklärt, mit etwas mehr Geschick kann man den Gegner auch kontern und somit Schaden zufügen, wie gerade hier. Also das scheinen dann doch andere Gegner zu sein. Wir gucken gleich mal. Warum hat das jetzt weniger Schaden gemacht? Ja, kommt her. Hier ist das Kontern noch sehr, sehr einfach. So... Ja, das ist nett, dass du jetzt abhaust. Das ist sehr, sehr freundlich.
Aber ich bin kein Fan von diesen ganzen Erklärungen, wie auch immer, aber es gehört irgendwie dazu zu einem Mario und Luigi. Das ist aber, wie gesagt, nur am Anfang des Spiels so. Und bald hört das komplett auf. Ja, und das sind doch Grumbas, die halt einfach einen anderen Angriff haben. Das finde ich aber cool, dass es verschiedene Angriffe gibt. So, da ist der nächste schon weg und der sollte auch nicht mehr viel aushalten. Oh, das war ein Toll. Das ist so eine Art Volltreffer. Jetzt in Pokémon-Sprache gesprochen. Ein Volltreffer. Und da, mit etwas Glück, macht man dann dementsprechend mehr Schaden. Und was mir gerade auch so aufgefallen ist, das normale Exzellent macht irgendwie gerade hier in den Kämpfen nicht mehr Schaden als die anderen Angriffe. Aber das wird sich auch noch ändern. Nun gut. Es war zwar noch nicht perfekt, aber doch ein faszinierendes Spektakel, oder? Moment mal, das war also alles nur eine arrangierte Show zur Begrüßung? Aber selbstverständlich! Das gehört zu der Show, die wir unseren geschätzten VIP-Gästen präsentieren. Die Überraschung ist gelungen, oder? Mit so etwas haben sie doch nicht gerechnet, oder etwa doch? Einen Moment dachte ich, mir rutscht das Herz in meinen Reifrock. Aber nun, schreiten wir weiter voran. Doch nicht böse? Okay. Das Kesselschloss liegt gleich vor uns. In Kürze werden wir es erreichen. Folgen Sie mir, werte Damen und Herren. Wir kommen endlich an, wie es scheint. Mario, danke, dass du uns sicher hierher gebracht hast. Aber wo ist eigentlich Luigi? Mir ist doch nichts passiert, oder? Ja, gerade Luigi, der Wichtigste hier am Boot. Stimmt, ja. Ich glaube, seit der Ankunft am Flughafen haben wir ihn nicht gesehen. Aber schlafen wird er doch nicht mehr, oder? Mario. Also, er ist dann tot. Luigi ist immer noch nicht aufgewacht. Die anderen Toads suchen ihr Bestes, um ihn so schnell wie möglich zu wecken. Wir gehen vielleicht schon mal vor. Die anderen kommen nach, wenn er endlich wach ist. Mann, was für ein fauler Knochen. Also gut, gehen wir schon mal einmal vor. Machen wir das. Alles klar, wir gucken uns kurz hier noch um, aber ich glaube, hier ist nicht mehr so viel zu sehen. Nee, hier ist gar nichts mehr. Alles klar, dann können wir nämlich direkt weiter. Wir wollen ja immer noch zum Kissenschloss. Wann erreichen wir es endlich? Ah, hier gibt es wieder ein paar kleinere Ruckler, aber auch nur kleine Ruckler, weil es hier halt gerade so viele Personen sind. So, Ruckler sind wieder vorbei. Wunderbar. So, und dann sind wir auch endlich angekommen. Da ist das Kissenschloss. Sieht cool aus. So, ganz alt, ganz so dschungelmäßig. Gefällt mir. Willkommen, seien Sie gegrüßt, liebe Gäste. Das Kissenschloss ist stolz, Sie hier als Gast zu haben. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Aufenthalt auf unserer Insel. Ja, das tun Sie. Ihre zufriedenen Gesichter sagen mehr als 1000 Worte. Nun, es war auf jeden Fall recht aufregend. Oh, leibliche Prinzessin, eure warmen Worte erfreuen mich aufs Höchste. So, mein Herz schlägt schneller vor Begeisterung. Es ist, als wären alle meine Träume wahr geworden. Aber was rede ich? Bitte folgen Sie mir ins Schloss, meine verehrten Gäste. Folgen Sie mir. Luigi, endlich ist er da! Oh, fällt gleich auf die Schnauze. Meister Luigi, diese Verspätung ist unerhört! Aber, ich bin froh, dass du endlich bei uns bist. Wir waren schon in Sorge, dass du gar nicht mehr kommen würdest. Oh, genau, da war doch noch etwas. Herr Luigi hat auf seinem Weg dasselbe Quiz genossen wie der Rest von Ihnen. Dem ist doch so, nicht wahr? Ja. Nun denn, werte Herren und Damen und Mario und Luigi. Sie haben doch in unserem Quiz einige Münzen gewonnen, wenn ich richtig informiert bin, oder? Verraten Sie mir, wie viele Münzen Sie insgesamt gewonnen haben. Wir haben ja 10 Stück, plus noch weitere Münzen, die wir auf dem Weg gefunden haben. Aha, ich verstehe, Sie beide zusammen verfügen über eine Summe von 50 Münzen. Diese Summe ist ein wenig, wie sagt man noch, ein wenig mager, nicht wahr? Wie wäre es mit einem kleinen Spielchen, um die Reisekasse etwas aufzubessern? Und machen Sie sich keine Sorgen, es dauert nicht lang und ist ein ganz leichtes Spiel. Warum eigentlich nicht? Probiert es doch einfach mal aus. Ich bewundere eure Entschlossenheit, Prinzessin, und diese Gabe, rasch das Wesentliche zu erfassen. Okay.
Nun denn, meine Herren, Sie wissen, Zeit ist Geld und deshalb spielen wir ein Spiel an unserem berühmten Münzmultiplikator. Auf geht's! Wow, wow, okay. Ihre Aufgabe ist ganz einfach, Herr Mario und Herr Luigi. Springen Sie abwechselnd gegen die Blöcke, um die Plattform so hoch wie möglich zu bewegen. Sie, Herr Mario, springen durch das Drücken des A-Knopfes gegen den roten Block. Herr Luigi, Sie drücken den B-Knopf, um gegen den grünen Block zu springen. Springen Sie abwechselnd gegen die Blöcke. Mit richtigem Timing geht es ganz nach oben. Ja, es ist einfach jetzt eine Übung, um das Springen so ein bisschen dem Spieler näher zu bringen. Je höher Sie steigen, umso höher der Multiplikator, der die Menge Ihrer Münzen steigen lässt. Und erreichen Sie das Ende der Multiplikator-Skala, erhalten Sie außerdem noch einen Sonderpreis. Springen Sie also abwechselnd gegen die Blöcke und steigen Sie hoch, wie es Ihnen möglich ist. Und nun damit beginnt das Spiel am Münzmultiplikator. Unser Startkommando lautet: Los! Alles klar, dann los geht's! Achso, okay, okay. Ja, ich bin... Ah, das muss halt wirklich auch hinter... Also, ich darf nicht Mario zweimal hintereinander, das hat man gerade gemerkt. Ich mach's lieber dann doch ein bisschen langsamer, aber ich erreiche die Spitze. Sehr schön. So soll's doch sein. Und Schluss. Münzen mal 3. Ein exzellentes Ergebnis. Außer ist äußerst beeindruckend. Schlicht perfekt. Sie haben mit 50 Münzen angefangen und diese Summe multiplizieren wir jetzt mit 3. Das bedeutet, die Summe, die Sie beide nun erhalten, beträgt insgesamt 150 Münzen. Somit haben wir 200. Nice. Der Lohn für Ihre perfekte Leistung besteht in einem Wunderpilz DX. Yay! Der ist mega nice und wahrscheinlich auch erstmal für den Anfang sehr selten. Und damit endet diese Runde unserer beliebten Münzmultiplikation. Und als Preis für diese Teilnahme an unserem Spiel verleihe ich Ihnen diesen Pilz. Yay! Du hältst einen Pilz. Nun, hochverehrter Gäste Mario Luigi, das war eine fantastische Leistung, oder? Vielen Dank und damit enden unsere Willkommensspiele. Auf ins Schloss! Endlich geht's hier rein. Es gibt so viel zu sehen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh, schau nur. Glitzerstern. Prinzessin Peach, Toadsworth. Du wurdest also auf diese Insel eingeladen? Ja, ganz genau. Ich habe den weiten Weg auf mich genommen, um den Sterngeister zu repräsentieren. Also lass es funkeln. Oho, das wird schon funkeln. So wie eine Energie, wie ihr habt. Na nun. Mario, lange nicht gesehen. Wie ist es dir seit unserem letzten Abenteuergang? Ist das jemand aus einem vergangenen Mario Luigi Abenteuer? Mario Luigi 1 oder 3? Kann es ja nun sein, weil aus 2 kenne ich ihn nicht. Naja, interessant. Wenn du dabei bist, fühlt sich bestimmt auch Prinzessin Peach gleich viel sicherer. Und dich habe ich auch viel zu lange nicht mehr gesehen, Luigi. Wenn du mit von der Partie bist, kann ja gar nichts mehr passieren. Ich meine, zumindest würde ich das normalerweise denken. Aber schau dich doch mal an. Du siehst völlig abgerissen aus. Hat dich irgendwer überfallen? Dabei bist du doch gerade erst angekommen. Wie kannst du das schon aussehen wie nach einem Bosskampf? Oh. Ich bitte um Verzeihung. Es scheint, Sie haben im Kampf Schaden genommen. Das muss so sein. Vielleicht sollten Sie den Pilz verwenden, den ich Ihnen eben gab. Oh ja, diese Idee ist absolut fabulös. Du hast also einen Pilz erhalten, ja? Weißt du auch, wie du ihn verwendest? Oder soll ich deine Kenntnisse auffrischen? Ich kann es mir denken, wie ich den einsetze. Ganz sicher, Pilze sind ein kompliziertes Thema. Willst du deine Kenntnisse... Nein, möchte ich nicht. Na gut, vergiss noch nicht, deine Kapi wiederherzustellen, wenn du sie zu weit sinken solltest. Werden wir schon irgendwie raus. Wahrscheinlich über Start und dann auf Pilze gehen oder Items. Nun, werte Damen und Herren, ich muss es noch einmal sagen. Willkommen auf La Dominta. Ihre erste Aufgabe wird es sein, dieses Schloss, das Kissenschloss, zu besichtigen. Untersuchen Sie alles ganz genau, befragen Sie das Personal. Und besichtigen Sie das Schloss. Jawohl, besichtigen auch Sie auch den letzten Winkel. Sie ahnen nicht, wie viel Sie dabei über diese Insel erfahren werden können. Sicher erfahren Sie auch, wie Sie Ihre Zeit auf der Insel noch mehr genießen können. Ach, und übrigens, vergessen Sie nicht, sich den Souvenirshop anzusehen. Okay.
Hier finden Sie alles, was das Herz eines Souvenirjägers höher schlagen lässt. Haben Sie das Schloss angemessen besichtigt, kehren Sie bitte wieder zu mir zurück. Das machen wir. Wunderbar, auf geht's, erkunden wir das Schloss. Aber meine lieben Freunde, erst im nächsten Part. Und ich denke mal, im nächsten Part wird das Abenteuer dann richtig beginnen, weil wir haben Mario und Luigi jetzt am Start. Bevor aber der Part endet, möchte ich wenigstens ins Menü reingehen. Dazu kann man Plus drücken, wie ich mir schon dachte, auf Items klicken, wie ich mir schon dachte, und dann einen Pilz an Luigi geben. Stellt 30 KP wieder her, könnte ich auch Mario, aber nee, lassen wir mal. So, das dazu. Man sieht hier noch den Status. Mario zu einem Berührer etwas auf den Touchscreen, um eine Erklärung davon anzuzeigen. Ja, wir haben alte Stiefel, Latzhose. Das ist halt auch noch etwas, was dann dementsprechend wahrscheinlich im nächsten Part erklärt wird. Ich kann hier auch auf Luigi tippen. Dann sieht man die Werte von Luigi. Was hat man? Man hat KP, man hat BP. BP wird dann später auch noch erklärt. Wird auch noch wichtig sein. Angriff natürlich. Ich weiß nicht, was dieser Schuhangriff sein soll. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Verteidigung, Geschwindigkeit und Bart. Bart ist dafür da. Je höher der Bart ist, so wahrscheinlicher ist es, einen Volltreffer zu landen. Also die sind toll. Genau, gut. Dann haben wir die Ausrüstung, da gehen wir später noch rein. Und Tipps. Gut, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, lasst gerne eine Bewertung da, wenn euch dieser Part gefallen hat. Und bis dann. Tschüss.